Im Wasser sind die mit ihrem Strom halt ein bisschen im Vorteil. Das waren alle. So. Ja, jetzt will ich erstmal ein bisschen abluten. Ich meine, komm schon, das muss sein. Epic Loot. So, lass mich raten. Ah, die kann ich jetzt verschieben und dann kann ich das benutzen. Oh, komm schon. Reicht das? Natürlich nicht, weil ich Vollidiot das mal wieder übertreiben muss. Wie habe ich das überhaupt geschafft? Muss ich da überhaupt hoch? Scheint so. Sie ist tot. Das wissen wir nicht. Habt ihr gerade gesagt, dass ich tot bin? Bros. Das könnt ihr doch nicht bringen. Geschafft. Ich dachte, du wärst Konfetti. Kommt ihr beide jetzt zurecht? Ich bring den Idioten hier raus. Keine Sorge. Danke. Ich bring den Idioten hier raus. Schön. Herrlich. Gut. Dann gehen wir mal zu Corwin zurück. Jetzt werde ich deinen dicken Hintern hier raus. Ich lasse Corwin wissen, dass es ihm gut geht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Hintern. Schönen Dank auch. Oh, lustig. Ehrlich. Finde ich super. Ah, die beiden kommen klar. So, Corwin, Wasser ist weg. Ich habe die beiden gefunden. Sie sind in Sicherheit, aber etwas eingeschränkt. Sind das alle? Genau. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ohne dich passiert wäre. Ich wusste, wir sprengen zu viel, aber der Kerl, der die Mine ausbeutet, Alvand, hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Jeden verdammten Tag. Ich hätte stärker sein müssen. Du warst für deine Leute da, als sie dich brauchten. Das ist auch viel wert. Alvand kann mir drohen, wie er will. Ich schicke meine Leute nicht nochmal in diese Mine. Kommst du jetzt zurecht? Ja. Können dem Olven nicht einfach einen Pfeil in den Sack schießen? Ich stehe in deiner Schuld. Super. Ständig höre ich von diesem Olven. Und nur Schlechtes. Wie, 2 Fähigkeitspunkte. What the fuck? Gut. Nimm ich mit. Bau Mut. Hä? Was ist Mut? Aktiviere deinen ausgerüsteten Mutstoß, indem du das Waffenrad L1 öffnest und R1 antippst. Und L1... ich hab keine Ahnung, was das ist. Ah, dafür brauch ich... ich hab nur einen, ne? Früher oder später wird sich jemand um ihn kümmern müssen. Hä? Ich merke von Mut gar nichts. So. Finde Erend. Nein. Nein. Ich habe eine andere Quest. Java der Willige, ein Kaja möchte wissen. Ja, das könnten wir machen. 1400.
Bringen wir das mal dem guten Mitluf. Dem Milduf. Schockmunition wäre hier nützlich. Oh, mein Gott. Siehste, das kriegen wir locker. Und Stufe 5. Yeah. Ich will den Doppelpfeil haben. Ich brauche Bogendamage, Leute. Ich brauche Bogendamage. Hohe Salve. Okay. Ziele mit L2 und Feuere mit L1. R1. Na, ja, ich weiß nicht. Bisschen schwierig zu zielen. Ich brauche erst wieder mehr Ausdauer. Oh. Unten rechts ist also die Ausdauer. Okay, ich verstehe. So funktioniert das. Na gut. Ist okay. Brauchen wir jetzt nicht zwingend. Okay, von rechts nach links baut die sich auf. Okay. Kann man von halten, was man möchte. Bin ich ein bisschen ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass ich die Fähigkeiten aus großartig benutzen werde. Ich will einfach nur einen Pfeil und Bogen, irgendwelche großen Viecher abschlachten und eine geile Story dazu. Mehr will ich gar nicht. Und das Ganze hin und her und hast du nicht gesehen und eine Milliarden Sprungtechniken und so weiter und so fort. Ich persönlich brauche das nicht. Einfach Horizon Zero Dawn mit einer weiteren Geschichte. Es geht weiter. Genau so, wie es war. Hätte mir als Fan durchaus ausgereicht. Dann mal los. Der Mensch hat das jetzt auch nicht gemacht. Ich meine, komm mal, so ein gezielter Schuss macht mehr Schaden als die gesamte Fähigkeit. Ich meine, komm schon. Na, wo seid ihr hin? Wie bist du denn da hingekommen? Gollum! Mann, 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 Mann. Das sind so Sachen, die brauche ich zwingend jetzt nicht unbedingt. Vor allem, wenn halt die Fähigkeit weniger Schaden macht als, was weiß ich, ein gut gezielter Pfeil. Abgetrennt. Mit dem hast du, glaube ich, mehr als nur was abgetrennt, Aloy. Den hast du kastriert. Not in the good way. Ja. Gut, wollen wir dem Milduf mal was vorbeibringen? Ich weiß nicht, was mit den Fähigkeiten. Ich glaube, ich werde so verkacken. Ich bin doch echt ein Noob, was das angeht. Na gut, kriegen wir hin. Auf jeden Fall kein Problem. Wir werden das Spiel trotzdem durchpetzen. Vielleicht werden wir sogar auf schwer schaffen. Weiß ich noch nicht. PC-Version hat ja eine Hardcore-Version. Die habe ich mal gespielt im Stream. Einfach nein. Okay. Da hatte ich wirklich...
es nicht sein. Siehst du nicht, dass ich hier versuche zu trinken? Ich versuche Alkohol. Hört sich an wie ich, wenn ich betrunken bin. Versuch's mir den Tag. Nur am Saufen hier oder was? Unglaublich. Ah, da bist du ja. Hab alles für dich. Ich habe einen weiteren Besuch von Alvand höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Bin ganz Ohr. Ich habe sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Du hättest ihm im Kochlevel auf die Fresse hauen sollen. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Hätte gesagt, weißt du was? Fick dich. Als Koch. Boah, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Von dem würde ich auch was zu essen nehmen, auf jeden Fall. Wow. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Ja. Okay, okay. Ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten. Das ist super. Ich will mal was gucken. Die Fähigkeit interessiert mich eigentlich peripher, weil ich will das hier machen. Dreifachschuss. Darauf habe ich die ganze Zeit abgesehen. Erhöht dein Waffenausdauerlimit. Okay. Was? Fernkampfmeister. Was ist damit? Und damit? Ich will... Ich habe keine Ahnung. Nahrung verleiht dir vorübergehend. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so sowas Permanentes oder so. Das wäre schade gewesen. So, du hast den Mutstoß ausgerüstet. Mut verdienst du durch taktisches Spiel und sobald dein Segment Mutschuss-Leiste voll ist, aktiviere. Ja, ja, unten das. Okay, verstehe. L1 und R2 antippst. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Du sollst ja nicht nur nicht aufbrechen, Mädchen. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Ich will mal gucken, was in der Mine passiert ist, weil ich traue diesem Schwätzer da nicht. Und schauen, was Mildurf sonst so treibt. Jetzt schon? Lust auf gratis Essen? Na los, schau dir die Karte an. Werkzeuge. Regionaler Eintopf. 20% maximale Gesundheit für 3 Minuten. Konzentration, Regeneration. Ja, das ist alles ziemlich geil. Fallenlimit um 3 für 3 Minuten. Erhöht niedrige Gesundheit. Nahkampf für um 3 für 3 Minuten. Okay, das ist gar nicht mal schlecht. Nahkampfschaden. Nehme ich mal mit. Dankeschön. Oh, Mildurfs Leckerei. Aha. Wer weiß, was da alles drin ist. Aber wenn es gut schmeckt und gesund ist, will ich es gar nicht wissen. Ich vertraue da dem Mildurf. Doch, das kann man machen. Kann auch Aloy machen. Der wird doch schon nichts Böses machen. So, westlich des Steinbruchs nach Dornrücken. Ja. Ich würde gerne noch wissen, was das zu bedeuten hat. Weil wie gesagt, ich traue dem Kerl nicht. Ich habe so ganz komisch das Gefühl, dass er das selbst gemacht hat.
hierher! Der Dornrücken wird ihn niedertrampeln. Bring dich in Sicherheit! Dank der Schmiede, dass du hier bist. Geh rein, bis es sicher ist. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Oh, habe ich jetzt... Fuck. Ich habe jetzt aus Versehen das Essen gegessen, glaube ich. Dornrücken. Der war ja sowieso gut wie... Ich habe in Brutstätten schon mal gelernt, Maschinen zu überbrücken. Ob es hier draußen wohl welche gibt? Es würde keinen Sinn ergeben, wenn es keine geben würde, Aloy, bei aller Liebe. Aber ich will jetzt eigentlich... Wie lange sind wir da? Ah, 16 Minuten ist okay. Danach geht der Stream los. Unbekanntes Lagerfeuer ist in der Nähe. Super. Das ist wie eine Art Steinbruch. Ich habe keine Ahnung, was du hier machst, aber... Das ist der falsche Tag für eine Besichtigung. Da ist es nicht sicher. Die Maschinen bringen dich um. Glaubst du? Du sollst das Lagerfeuer entfachen, ey Leute, nicht drüber springen. Hey, Mädchen, halt! Es ist zu gefährlich. Jetzt mach dich doch mal locker. Bin ja nicht irgendwer. Na gut, vielleicht kennt sie mich nicht. Müssen sie mich ja nicht alle kennen. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Schon wieder irgendwie so ein... Von Zero Dawn kennen wir ja, dass es Sachen gibt, die diese Viecher anlocken. Da wäre es eigentlich ganz... sinnvoll. Zu gucken, ob es da was gibt. Toter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Ein toter Dornrücken. Manche seiner Teile sind verändert. Wie von einer Überbrückung. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt? Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Seine Teile sehen verändert aus wie nach einer Überbrückung. Interessant. Wenn das Wildschwein mir schon entgegenkommt, dann bin ich wohl für das Vieh die wesentlich geringere Gefahr. Oh, das war einfach nur ein Arealfehler. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Bis jetzt sieht's ruhig aus. Zu ruhig. Wie, ich habe nur ein Bitterkraut. Ein Koch weiß sicher, was man daraus machen kann. Ah, jetzt können wir Zutaten sammeln, damit er uns irgendwelche Sachen kocht. Ich verstehe. Okay, okay, okay. Ja, ich werde das sowieso vergessen, weil das ist einfach too much. Ganz im Ernst. Stärkung hier, nimm das und 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 das. Wie SpongeBob immer sagte, hey, Tony, kannst du das auch und das und das und das? Also irgendwo ist auch ein bisschen too much. Könnte von der Klippe gestürzt sein. Ich werde den Weg weiter folgen. Nicht, dass der Typ die selbst überbrückt. Aber so, für so schlau halte ich ihn nicht. Also. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Das ist, die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus.
Was? Gespaltener Fels. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Die geben doch bestimmt auch Gesundheit, ne? Heilender Beutel voll in Vorrat geschickt. Ah, okay. Was ich gar nicht mal so schlecht finde. Dann kann ich zur Not meine Taschen immer mal wieder füllen. Die alten Gleise sind eingestürzt. Sieht frisch aus. Da gehe ich wohl nicht lang. Ich will ja jetzt nicht zwingend da lang gehen. Ich will einfach nur gucken, was hier drin ist. Sieht relativ ruhig aus. Aber ich komm hier hoch. Aus den Tiefen der Mine bringt Rauch. Eine Explosion? Und hier wäre ich wahrscheinlich andersweitig gekommen. Ah, nee, da wäre ich gar nicht weitergekommen. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Aber da gibt's noch was. Ja, komm, ist egal. Das kriegen wir hin. So. Frage ist jetzt nur... nicht da irgendwas machen, um Auerbohauer zu machen, weil ich habe nämlich nicht, glaube nämlich nicht. Ich probiere es mal mit den Säurepfeilen. Man kann es, schwer ist eine Sache. Aua! Du Arschloch! Fuck. Geht nicht auf. Hat auch keiner gesagt, dass du das musst! Was? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt alles bringt. Oha. Ich glaube, die haben... Du solltest... Ach, Aloy. So, gehen wir mal hier hin. Hör mal, aua, wo, aua. Machen wir es halt so. Ich habe keine Ahnung, was der Mut jetzt gebracht hat. Ich hab's. Na ja, komm. Komm, ist egal. Wir werden es schon hinkriegen. Ich habe keine Heilung mehr. Jetzt haben wir wieder was. Nicht viel, aber immerhin.
es hilft. Muss mal gucken, wo der Rauch herkommt. Ich sehe zwar keinen Rauch, aber wer weiß, vielleicht ist es so ein PlayStation-Ding. Bei der PS5 wäre da bestimmt Rauch. Und bei der Pro ein klein wenig. Weil die Pro ist jetzt nicht so viel besser als die normale PlayStation. Sehr viel Rauch. Die Mine scheint weit in die Tiefe zu führen. Da ist ganz viel Stoff drin. Die Frage ist, wo muss ich denn da jetzt hoch? So, bin jetzt irgendwie da hochgekommen. Aber vielleicht sollte ich mal hier lang gehen. Ziemlich viel Lohe da unten. Willst du nicht sagen, dass mir das gefällt, wenn hier so viel Lohe ist, aber... Um Löcher in Berge zu sprengen. Und auf einem der Fässer ist ein Zettel. Die Nachricht ist für Owen. Diese Mine sollte wohl geschlossen werden. Owen ist wohl gierig geworden. Er hat immer tiefer in den Berg gesprengt. Ich sollte Javad davon unterrichten. Aha. Habe ich mir schon gedacht, dass das ein gieriger Geizhals wurde. Und dass der garantiert nicht seine Arbeiter im Sinn hat. Das ist bei großen Schwätzern meistens der Fall. Owend hat also heimlich in der Mine gesperrt, um sie restlos auszubeuten. Bis Dornrücken dort einfiel. Vielleicht machen die Sprengungen ihm den Weg frei. Aber woher? Ja, ich würde sagen, scheiße gelaufen. Das sieht bestimmt ziemlich geil aus, nur die PlayStation kann das halt nicht. Was durchaus in Ordnung ist. Aber ich habe ein interessantes Gebot. Warte mal, kann ich... Will mal was gucken. Kann ich schnell reisen? Von hier wahrscheinlich nicht. Das bedeutet erstmal nach draußen gehen. Das wird dann auch der letzte Part für heute. Ich habe heute sowieso für die nächsten 2 Wochen schon vor hochgeladen. Es wird ungefähr so sein, dass an jedem geraden Tag des Monats Horizon kommt und an jedem ungeraden Tag Ghost of Tsushima. Hallo, ich will da... Hier gibt es doch auch ein Lagerfeuer da. Warum sind die nicht grün? Bei Horizon Zero Dawn war es so, wo du weißt, da ist ein Lagerfeuer, ist es weiß. Wenn du es entdeckt hast, war es grün und dort kannst du hinreisen. Warum? Das sind immer so kleine Details, wo ich mir denke, warum? Es hat bei Zero Dawn perfekt geklappt. Never touch your running system. Das hätte so perfekt laufen können. Guerilla Games. Was war da los? Ich weiß jetzt durch diese Lagerfeuer nicht ganz, ist es jetzt für mich erreichbar oder nicht? So, kehre zu Java, dem Willigen. Aha. Warte mal, da draußen hat irgendwer gesagt, ja, du. Okay, 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 okay. Wo, wer, wo, was? Und? Wie war es gestern Abend? Musst du nicht irgendwo anders hin? Nein. Keine Ahnung. Es
Ist mir an sich auch egal. Ich will jetzt mit dem Typen erstmal quatschen. Dann können wir uns in der Stadt immer noch ein bisschen umgucken. Aber erst später. Nee, ich brauche keins. Gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Alvins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaubst doch nicht, dass Alvins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Hast du gestern was getrunken? Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Gut, wollen wir mal gucken. Quest, 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 Quest. Das war's, ne? Pausiert, ja. Ja, da muss ich Erin finden. Du, ich weiß, dass du mich siehst. Was? Unterbrichst du einfach immer alle oder? Ja. Immer. Ich will sonst keinen, der sich meldet. Hm? Was? So, wo ist denn jetzt Erend hin? Wollen wir mal dem Erend hinterher. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Gehe jetzt nochmal erstmal zum Lagerfeuer zurück, um dort zu speichern. Und dann sollte der Käse eigentlich gegessen sein. Dann machen wir das so. Machen wir heute jetzt mal ein bisschen kürzer, ne? Das ist dann erstmal gar nicht so tragisch. Wir müssen ja nicht immer hier 40, 50, 80 Minuten lang gehen, zumal die meisten, über 96% der Zuschauer sowieso abschalten. Nach den ersten 1,5 Minuten, also meh. So, haben wir alles. Macht's gut, Leute. Haut rein. Tschüss.